Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Minecraft-Folge. Heute ohne Textchapack, wie ich sehe. Ja, ich war nämlich zu Besuch in der 1.9 in der Snapshot-Folge und deshalb konnte ich jetzt hier auch nicht, ne? So, das Textchapack reinmachen. Das macht aber nichts. Wir können mal wieder mit dem alten spielen, mit dem Default. So, jetzt möchte ich mal gucken. Wir könnten natürlich den Berg jetzt da abgrasen, so ein bisschen vor unserer Nase. Nehmen wir das hier mit und das. Spitzhacke natürlich auch. Schwert nehmen wir auch mit. Das übliche Essen. Essen können wir auch nochmal mitnehmen. In die Höhle werden wir nicht gehen. Das werden wir schön sein lassen. Aber wir werden auch Bäume fällen müssen. Das sehe ich jetzt schon. Und ich glaube, wir haben keine weiteren Äxte, ne? Müssen wir ein paar machen. Ich habe jetzt 7 genommen, das war nicht so schlau. Oh Mann. Ja. Gut. Upsa. Ich mache jetzt extra Eisenäxte. So, 1, 2. Klack. Das kommt da wieder rein. Und dann geht das auch schon. Und nicht wundern, ich bin ein bisschen kränklich, ja. Es kommt wegen dem schlechten Wetter hier und ja, es ist sehr blöd gelaufen. So, da haben wir erstmal ein Ersatz Essen hier. Danke. Da vorne lief jemand rum. Ach, hier ist ein Creeper. Shit. Hallöle. Oh, die sollten wir ins Wasser locken. Kommen die hinterher? Nee. Scheinbar nicht. Wow. Okay. Wolltest du auch unbedingt, ne? Gut. So. Dann kommt der Baum hier erstmal weg. Mit der Eisenaxt geht es natürlich gleich schneller, aber... Wir werden erstmal die Steinaxt aufbrauchen, denn wir müssen jetzt auch mal wieder ein bisschen vorankommen hier. Wir wollen nämlich weiter aufrüsten, neue Häuser bauen und so weiter und so fort. Und dafür brauchen wir halt, ne? Dafür brauchen wir halt Holz und Platz. Unbedingt brauchen wir ganz viel Platz, ja. So geht das sonst nicht. Komme ich an den ran? Ja. Super. Die Eisenrüstung haben wir auch schon an. Geil. Die kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Na gut. Na gut, okay. So. Und man sieht, mit der Eisenaxt hier geht es wirklich besser. Wirklich viel besser. Und so, ja. Wir müssen jetzt mal gucken, wie weit wir hier oben den Berg abgrasen und gerade machen für ein nächstes Häuschen. Die Erde, die wir hier abtragen, die können wir dann hier unten dann auch noch hinschleppen, um das zuzumachen. Und du kannst ja schon mal mit nach oben kommen, Creeper. Nämlich der Creeper hier wird uns nämlich jetzt schön hier... Okay. Yep, du kommst auch noch. Ja, ist ja gut. Du willst auch noch... Ja, du kommst da auch noch hier. So, beruhig dich. Beruhig dich, Mensch. So. Und schon hat der Creeper uns geholfen. Ist das nicht schön? So, jetzt mal gucken hier, wie viel wir hier abgrasen können. Das wird jetzt eine etwas längere Arbeit. Tatsächlich möchte ich aber auch über ein weiteres Thema sprechen, was vielleicht schon in der Überschrift steht. Ja, und zwar... Das Thema, wie es auch in der Überschrift steht, höchstwahrscheinlich, ich weiß es ja nicht, ist Paralleluniversen. Ja. Ich muss einmal kurz husten. Das ist ein super Zeitpunkt. Einen Moment bitte. Moment. Eine Sekunde bitte. Thank you.
So, bin wieder da. Hoffentlich hört man mich. Jep, man sollte mich hören. So, hey, guck mal, der hilft hier auch. Super. Das Thema ist Paralleluniversen. Und, ja, ich erkläre erstmal, was ist denn so ein Paralleluniversum? Das stellt man sich ganz einfach vor. Wir nehmen jetzt zum Beispiel das jetzt hier. Ich nehme ein Let's Play auf. Ich bin YouTuber, ich nehme ein Let's Play auf. So, das Minecraft Let's Play, das Standard. Und, warum liegt mir so viel? Das Let's Play läuft folgendermaßen ab, und zwar so, wie ihr das gerade seht. Was wäre aber, wenn ich jetzt eine Sache anders mache? Eine Sache, die ich jetzt eigentlich nicht machen sollte, wie zum Beispiel jetzt geradewegs runterbauen. Das wollte ich gar nicht. Dann baue ich mich wieder hoch. Und in dem Zeitpunkt, wo ich mich runtergegraben habe, fand ein Paralleluniversum statt. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier das zubaue und mich nicht hier einfach weitergegangen wäre und hier jetzt angefangen hätte abzubauen, dann wäre das jetzige oder das vorherige Universum wäre weitergegangen. Hm? Aber dadurch, dass ich mich runtergegraben habe, habe ich eine Veränderung gebracht. Das hat natürlich auch viel mit Zeitreisen und sowas zu tun, so ein Paralleluniversum. Was tut man da, was tut man nicht da und so. Zum Beispiel, ich baue jetzt hier gerade die Fläche ab. Würde ich das nicht machen, würde ich gleich mit einem Haus anfangen, wäre das schon wieder eine andere Welt. Das wäre ein Paralleluniversum, also Parallelwelten. Parallelwelten sind halt Welten, wo sich eine ganz kleine Sache verändert. Und bei Zeitreisen ist es fast genauso, nur dass ich nach dieser Veränderung, wenn man in die Vergangenheit reist und da jetzt was auflöst. Oh Gott, ey, du, jetzt bitte hier. Huch. Huch. Ja, ist gut. Hast ja nicht mal was gedroppt. So. Ja, ich habe jetzt einen Enderman umgebracht. Das war aber, ja, das hätte auch ein Paralleluniversum. Wir wechseln ständig sozusagen, also, na, wechseln nicht, aber das ist ein Paralleluniversum, so wird es genannt. Ich sage nicht, dass das stimmt, dass es Paralleluniversen gibt. Das steht nämlich noch außen vor. Das ist ja das Ding. Vielleicht gibt es ja keine Paralleluniversen. Aber die Wissenschaftler sind ja auch noch dran am Forschen. Und es ist eine interessante Vorstellung, finde ich, so ein Paralleluniversum. Da stellt man sich einfach, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. In Zeitreisen ist es auch so. Also wenn du in die Vergangenheit reist und sagst, hier, 11. September, ne? Kreuz im Kalender, wir retten dich, und dann einfach den Alarm in der Lobby aktivierst, hast du schon wieder die ganze Vergangenheit geändert. Wenn du die ganze Vergangenheit geändert hast, dann veränderst du dir auch die Zukunft. Das ist ja das Ding. So, also es ist so ein interessantes Thema, auch wenn Zeitreisen, eigentlich, also Zeitreisen wären theoretisch nach Albert Einsteins Theorie nicht möglich. Eigentlich nicht möglich, aber, das ist nur eine Theorie. Nach Albert Einsteins Theorie heißt es, dass man, oder dass wir, wenn jemand schon mal in der Zukunft, jetzt zum Beispiel in die Vergangenheit reist, müsste, oder wenn man das könnte, würden höchstwahrscheinlich schon ein paar Leute, ich hab da gerade ein Skelett gesehen, yep, ich fange mal hier an, müssten mindestens schon ein paar Leute in unserer Vergangenheit sein, also in der jetzigen Gegenwart. Das müsste schon passiert sein, nach Albert Einsteins Theorie. Das ist, ja, und es ist scheinbar noch nicht passiert. Oder es ist schon passiert. Es ist wirklich möglich in der Zukunft. Und die Leute sind einfach hier mischen sich unters Volk, ja. So, wer kriegt den schönen Schlag? Wo klappert denn der? Na egal. So,
Also das hat natürlich auch was mit Paralleluniversen zu tun. Ja, Du kannst mich mal. Hier muss schon rauskommen. Von wo kam der jetzt? Da hinten nicht. Von da. Kluges Kerlchen. Ja, also mit Paralleluniversen ist es so eine Sache, ist alles nur Theorie. Und ich bin selber auch noch skeptisch, was das betrifft. Und das ist wahrscheinlich höchstwahrscheinlich jeder. Weil ganz ehrlich, wenn jemand behauptet, hier, ich kann in die Zukunft reisen oder so, und der macht das dann, es funktioniert, wie wird dann die Welt aussehen? Es wäre eigentlich eine Veränderung, ein Paralleluniversum dann. Weil, wenn das nicht passieren würde, würde der Alltag ganz normal weitergehen. Würden die Leute nicht auf dem Marktplatz stehen bleiben und sagen, boah, geil, der kann in die Zukunft oder Vergangenheit reisen, ne? Ja, so ist das dann und so hat's das dann. Also, es ist natürlich ein schwieriges Thema, das sage ich ja nicht, das bestreite ich ja gar nicht, aber es ist mal interessant, darüber geredet zu haben. Du Spinne wirst mich nicht angreifen, du bist ja ganz friedlich, ne? Super. Ja, die Spinne ist ganz friedlich. Spinnen sind generell friedlich. So. Was ist, wenn ich jetzt das mache? Im Paralleluniversum hätte ich sie wahrscheinlich eigentlich gelassen. Ich kriege XP und ein Spinnenauge. Dieses Spinnenauge hätte ich jetzt nicht bekommen, wenn ich sie nicht angegriffen hätte. Und dieses Spinnauge habe ich auch nicht mehr, weil ich das jetzt essen werde. Was natürlich wieder eine Veränderung ist. So, ja, so ist es dann. Ich glaube, ich hole mal eine neue Schaufel. Steht das Skelett da immer noch? Oh Gott. So ein kleiner Pisser. Ja, bist ein kleiner Pisser, ja. So. Okay. Einen Moment kurz. Ich muss ganz kurz. Ne? Eine Sekunde. So. So, jetzt muss ich mal gucken. Einen Moment bitte kurz. Einen Moment. Bin gleich wieder da. So, tut mir leid für die lange, kurze Unterbrechung. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir eine neue Schaufel machen können. Tut mir leid, dass ich jetzt hier, aber es ist halt auch schwierig für den Typen, der aufnimmt. Wie ich jetzt zum Beispiel. So, wir machen jetzt nochmal eine Steinschaufel hier.
gleich zwei. Ne, zwei werden ja aber nicht reichen. Eine. Eine wird zwar auch nicht reichen, aber damit wir die Stickies erstmal hier aufbrauchen, ne? So, das war echt eben... Boah, Alter. Er möchte nicht wissen, wie ich gehustet habe. Das war ja... ohne Ende. Ich wollte eigentlich weitermachen, aber da kam das nächste dann gleich an. Du Pisser, kannst dich mal... Ja, ist ja gut. Ja, ist gut. Mann, Mann, Mann. Das ist so ein Pisser da. So einer ist das. Also der versteckt sich darunter und... Alter, ne? Hier! Jetzt nicht mit damit... Okay. Gut. Nach einem Schlag down. So. Okay. Dann machen wir das hier. Also mit dem Universum so ist das so, ist das halt so eine Sache, ne? Also ja, es ist. Ja, eigentlich habe ich das Thema schon wieder abgeschlossen, wobei ich möchte es noch gerne weiter voraussetzen. Also echt theoretisch nach Albert Einsteins Theorie würde es wirklich momentan noch nicht klappen. Das wäre. Oder vielleicht klappt es ja schon in der Zukunft, dass wir Vergangenheitsreisen machen könnten. Es gibt ja eine Theorie, die besagt, dass man in die Vergangenheit reisen kann. In dieser Vergangenheit, also dass man in die Vergangenheit reisen kann, zwar mit einer Rakete, und zwar das, indem man in Lichtgeschwindigkeit rückwärts um die Erde fliegt. So eine Theorie habe ich auch noch nicht gehört, aber... es ist wie gesagt eine Theorie, ne? Also ist jetzt nicht wahr oder falsch, also falsch schon wahrscheinlich, aber nicht insbesondere wahr. Und dass man, also stell dir mal vor, mit einer Rakete Lichtgeschwindigkeit, also Lichtgeschwindigkeit muss man erreichen, ne? Das ist das Erste, ne? Aber versucht das doch mal zu realisieren. Man könnte, wenn das gehen würde, könnte man in die Vergangenheit reisen, muss eigentlich nur Lichtgeschwindigkeit mit einer Rakete rückwärts fliegen, nämlich wie wir alle wissen, im Flugzeug, wenn man fliegt im Flugzeug, sind die Uhren langsamer. Und die Armbanduhren und die anderen Uhren, Handyuhren, was man da alles so bei hat. Boah, ich weiß nicht, ob das. Ja, sie sollten alle eigentlich langsam laufen. Und jetzt mit Lichtgeschwindigkeit rückwärts zu fliegen. Wie werden das? Die Uhren würden stehen bleiben, würden rückwärts laufen und theoretisch würde man zum Beispiel nach gestern fliegen, also zum gestrigen Tag. Man könnte vor einem Jahr fliegen, man könnte vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, wenn man es aushält, auch ins Jahr 0. Jahr 0, Christi Geburt. Das wäre Wahnsinn. Das wäre echt Wahnsinn. Und dann bleiben mit einer Kamera oder so zu filmen, wie Jesus geboren ist. Wie Jesus geboren ist. Einfach wie die Eltern aussahen, wie Maria aussahen. Und wie das Ganze früher war, ob die Geschichten aus der Bibel stimmen und ob die... Das ist für mich momentan undenkbar. Das ist für jeden undenkbar. Aber vielleicht gibt es ja schon in der Zukunft Zeitreisen. Vielleicht. Wobei, da müssen wir erstmal Lichtgeschwindigkeit erreichen, wenn die Theorie stimmen würde. Was sie wahrscheinlich nicht tun wird. Weil man weiß es halt nicht. Ich sage auch nicht, dass ich es weiß. Ich weiß es hier auch nicht. Also, das ist ein heikles Thema. So. Aber stell dir das mal vor, wenn das gehen würde. Alter! Einfach mal so in die Vergangenheit, zu gestern reisen und dann sagen... Moment bitte, tut mir leid, ich muss kurz husten. Oh Mann, ey. Das ist schlimm mit diesem Husten, echt. Ich werde echt krank. Oh Gott. Naja. Gut, okay. Wenigstens habe ich hier das Mikrofon dann und dass ich das dann ausschalten kann, ne?
So. Es wird langsam wieder Abend und wir haben viel geschafft, sehe ich gerade. Dieser Baum hier kommt nochmal weg. So. Also Lichtgeschwindigkeit. Man könnte dann natürlich auch sagen, Lichtgeschwindigkeit, ich fliege jetzt vorwärts. Lichtgeschwindigkeit vorwärts. Und dann würde man in der Zukunft, in der richtigen Zukunft landen. Im Morgen werden wir landen. Also morgen, was morgen passieren wird. Und dann kommen wir dann wieder aufs Thema Paralleluniversen zurück.